Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scam. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid und ja, gestern, da habe ich versucht, das Flugzeug aus dem Hangar zu bekommen, bin eingestiegen, losgefahren, aber nicht wirklich geflogen, schwuppdiwupp ist das Ding explodiert, also es ist relativ schwer, dieses Gerät rauszubekommen, aber dafür habe ich ja ein kleines Event gestartet, das könnt ihr euch ja noch angucken. Da habe ich 3 Flugzeuge abgegeben. 1 ist schon abgestürzt, habe ich in den Kommentaren gelesen. Und ja, freue mich, wenn wenigstens mal ein bisschen was am Himmel los ist. Gut, Top-Kommentare des Tages. Entschuldigung, bin gerade erst wach geworden. Top-Kommentare des Tages gibt es natürlich auch. Das erste wäre von Mike. Vorschlag für die Währung Steffs. Ein Steff sind 100 Timmys. Okay, ich werde heute mal eine Umfrage starten auf YouTube, wie wir die Währung nennen werden. Das ist ja schon wichtig, ne? Cash finde ich einfach nur langweilig und ja, vielleicht fallen mir da ein paar Sachen ein und werde natürlich eure Ideen mit reinnehmen. Der zweite Top-Kommentar ist von Shavum. Der sagte, die Spielgeräusche sind wirklich kaum hörbar im Vergleich zum Mikrofon. Komisch, normalerweise ist es immer umgekehrt, aber ich habe es eingestellt, die Geräusche sind jetzt lauter. Ich muss die Facecam so ein wenig justieren. Aua, dein Kommentar piekt mir im Kopf. So, gut, das dazu. Ich habe es eingestellt, ein bisschen lauter gemacht und ja, los geht's. Looten, Geld verdienen und dann ein Fahrzeug kaufen. Steffi wird sich diesmal, was sie ja sonst immer gerne macht, kein Fahrzeug spawnen. Nein, wir werden uns eins zusammensparen. Auf jeden Fall. So, ich muss erstmal gemütlich machen. Bei mir ist leider gerade 11.40 Uhr, das heißt, wir spielen mal wieder voll im Serverstart rein, aber den kriegt ihr ja so gut wie gar nicht mit, weil ich ja die Pausenfunktion benutze. Oder besser gesagt, ich schneide das Video. So, gut. Wir befinden uns natürlich wieder in unserer Garage. Ein bisschen optisch verändert, weil ja gestern das Event war. Meine Truhe wurde unangetastet gelassen. Hat ja auch ein Schloss drin. Ich habe Hunger. Ich habe Durst. Mir ist ein bisschen kalt. Mein Gott, das ist ja schon alles, was man haben kann. Okay, die hat wirklich Hunger und Durst, aber das kriegen wir bestimmt in den Griff. So, ja, Sachen verkaufen. Beim Händler ist immer so eine Sache, man muss ja erstmal zum Händler kommen und mein Plan wäre, übers Airfield nochmal die Hallen looten, nicht das Flugzeug, nein, schaffe ich sowieso nicht, die Stadt runter marschieren zu diesem Händler. Diesen möchte ich auch mal gerne besuchen und mit ein bisschen Rumgeschnibble werde ich das wohl heute hinbekommen, auf jeden Fall. So, was haltet ihr von der Idee? Ich denke, die gefällt euch. Gut, looten wir erstmal und schnappen uns die Sachen hier. Meine Dollar sind in der Tasche. Wie gesagt, man kann immer wieder Sachen tauschen, das ist kein Problem. Ich habe tatsächlich im Event meine Waffe verloren. Ne, gar nicht, auf dem Airfield, sorry. Oh, der Kanister, der kann hier drin bleiben. Schloss entfernen und mitnehmen. Okay, wir werden ja jetzt hier nicht in der Garage hausen. Aber wir werden auf jeden Fall looten. Die Ortschaft. Lalalalala. Oh. Das habe ich beinahe weggeworfen. Niemals liegen lassen, habe ich in den Kommentaren gelesen. Okay, habe ich verstanden. Nee, Zeug braucht man wirklich immer. Okay, schön. Wie gesagt, ich bin gerade als Drohne mal so über den Airfield geflogen. Der Flieger ist da wieder gespawnt. Steht sogar ein bisschen besser als vorher. Aber wir wollen ihn nicht haben. Ich will ihn haben. Aber es ist halt zu gefährlich. Man braucht ein Repair-Kit. Man braucht Sprit. Und das muss man da erstmal alles reinbekommen, bevor man da losfliegen kann. Auf jeden Fall muss das Teil erstmal ein wenig heile sein. Schraubendreher habe ich tatsächlich wahrhaftig genug. Und jetzt brauchen wir ja nur ein paar Taler, sagen wir mal so, um uns ein Motorrad zu kaufen zum Beispiel. Das wäre schon so ein kleiner Traum von mir. Und vielleicht schaffen wir das ja in dieser Folge. Eine Sekunde, ich warte immer auf wichtige Mails. Oh, der Dienstplan ist raus. Ich muss einmal ganz kurz gucken, wartet.
So, sorry für die kurze Pause. Geiler Dienstplan. Dienstag darf ich wieder arbeiten, falls ich gesund geschrieben werde. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich noch krank bin am Dienstag oder positiv getestet werde. Noch bin ich ja ein Corona-verseuchtes Schwein. Was haben wir hier in meinem Revolver? Ich hatte ja Event gemacht. Und die fünf Patronen, die gönnen wir uns doch noch, ne? Ja, guck ihn dir nicht eine halbe Stunde an. Ich guck sich den wirklich eine halbe Stunde an, ne? So, ab, rein damit. Denn ich habe ja keine Miniwaffe aktuell. Das ist natürlich cool, aber es sind nur vier Einheiten. Also, scheiß drauf. So ein Repair-Kit ist natürlich ein Traum. Es gibt aber Flugzeug-Repair-Kits. Das ist die Frage. Jetzt heißt das ganze Ding hier Fahrzeug-Reparatur-Set. Ein Werkzeugsatz für die Bewertung von Fahrzeugen verwendet. Ob wir das auch benutzen können für den Flieger, weiß ich gar nicht. Müssen wir uns mal schlauer machen. Also ich traue mich nicht, an den Flieger ranzugehen. Tschüss Garage und Hallo Airfield. Wir haben Hunger. Wir haben Hunger. Wir müssen erstmal Essen finden und trinken. Der Brunnen war ja letztes Mal leer hier ums Eck. Diesmal scheint er irgendwie aus Geisterhand wieder gefüllt zu sein. Vielleicht finden wir eine Flasche zum Füllen. So. Was ich noch in den Stream gesehen habe, ist das hier. Ich mache die mal auf 80. Dann haben wir sanftere Bewegung. Anwenden. Naja, fühlt sich irgendwie gleich an. Küche. Gib mir Nahrung. Da ist auf jeden Fall eine Flasche, das ist schon mal gut. Die trinken wir mal leer. Schlürf, 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 schlürf. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Space. Warum ist denn wieder so kalt? Nur was in Röckchen. Ihr Outfit gefällt mir ganz gut. Flasche nehmen wir mit. Füllen wir uns nochmal mit Wasser, denn wir haben nur 37%. Schlafen wollen wir noch nicht. Nein. Müllbeutel. Im Supermarkt gab es sie nicht, ne? Nein. Wir kommen ja noch um einigen Ecken vorbei. Ich werde jetzt nicht jedes Haus durchsuchen. Ach, ey, wartet mal. Blödsinn. Ich mach mal Limettensaft da rein. Ist das jetzt Limettensaft? Aus dem Brunnen? Oder füll die Flasche mit Limettensaft? Oh, meine HP. Was geht ab? Unterkühlung. Warte, ich unterkühle am laufenden Band. Dabei ist das ja doch gar nicht so kalt. Wir müssen auf jeden Fall noch Kleidung finden. Ich glaube, so ein Röckchen ist einfach keine gute Kleidung, ne? Ich bin müde. Ja, aufhören. Sonst gibt's Broche. Weg damit. 10-0. Ja. Airdrops. Die guten alten Airdrops. Mit einer Mütze. Sieht hässlich aus. Aber wir müssen mittlerweile an vielen Unterkühlung beendet. Nur dank eines Hütchens. Na, wir verlieren sehr viel über den Kopf an Temperatur. Das ist wahr. Aber Steffi mag keine Mützen. Immerhin haben wir die Unterkühlung durchbrochen. Oh, gib mir doch mal was zu essen, Spiel. Ey, ist ja hier. Müssen wir ja jagen noch im Endeffekt. Und irgendwie habe ich bis jetzt noch kein Tier gesehen. Niemals liegen lassen. Ohne Batterie. Ganz viel trinken, ein Brecheisen.
Wenn man daran lutscht, muss man brechen. Ich bin heute wieder witzig. So, gut. Hab schlecht geschlafen heute Nacht. Also Corona ist wirklich, wirklich, wirklich im Körper. Man merkt das. Aber das müssten so die letzten Züge sein von Corona. Die Kettensäge, guck mal, alles da, was das Herz begehrt. Aber leider keine richtige Waffe, ne? Also wir könnten das M16 natürlich noch auf dem Rücken tragen. Da liegt nichts, ne? Was mir gerade so einfällt. Und haben wir auch wieder ein paar Slots frei. Okay. Schraubendreher, Müll, egal. So, auf geht's zum Airfield. Unterkühlung ist jetzt wirklich durchbrochen, ja. Voller Magen halt auch gerade. Haben wir ein bisschen viel getrunken. Aber wir haben keinen Mamfi-Mampf. Das heißt, wir können hier mal ein paar Maden suchen oder sowas hier. Ja, lecker Maden. Maden schmecken gut. Maden sind nahrhaft. Ich lebe mit dem Leben. Keine Maden essen, obwohl, wenn ich in solch eine Situation gerate hier. Kein Baum. Stumpf. Weit und breit. Für leckere, schmackte, saftige Maden. Saftige Maden. Da ist ein Baumstumpf, der liegt da. Warum habe ich, ist denn meine Ausdauer schon wieder so schlecht? Weil ich irgendwas hab. Lecker Schmeckermaden. Für mehr. Warum war da nur eine Made drinne? Obwohl, da war mehr Maden drin, das ist noch ein Stumpf. Schnell dahin. Von einer, die Maden klaut. Ansonsten möchte ich mich natürlich für die ganz vielen Kommentare bedanken. Wie gesagt, das mit der Währung wird heute eine Umfrage geben. Eine eiskalte. So, die Hangars finde ich jetzt interessanter. Ich nenne die immer Hangars, also die Hallen. Wird hier mal ein Päuschen einlegen. Den Mech beobachten und dann eventuell etwas Loot mitnehmen. Wie gesagt, heute ist der Plan, so viel zu verdienen, dass wir uns ein Bike leisten können. In der Tasche schlappe 8000, obwohl 8000. Ich wünschte, ich hätte so viel Geld. Problem bei mir ist gerade aktuell, wegen der Corona-Phase fehlen mir komplett die Nachtzulagen. Ich werde absolut pleite sein nächsten Monat, wenn ich alles bezahlen muss, wie Miete und etc. Da würde ich am liebsten hier eine Runde betteln, aber ich lasse das mit dem Betteln. Das kommt nämlich immer ganz schön scheiße an. So, lass uns einfach mal gucken, wie der Mächte agiert. Das sind nämlich die beim Flugzeug. Boah, drei Stück, ne? Natürlich kommen die auf mich zu, ist ja klar, ne? Der geht weg. Der macht eine Kurve und geht einen ganz beschissenen Weg. Ich muss ja nur in diesen Gebüsch reinflitzen. Gebüsche sind echt geil hier im Spiel, muss ich sagen. Mir ist ein bisschen kalt. Immer noch. Aber ist alles gut. So, was machst du mich? Was machst du? Aber die Facecam so ein bisschen. Bisschen höher, ne? Dann müsste meine Fratze mehr tragen. Jetzt geht der weg. Ich bin so mutig. Kann ja immer noch umdrehen. Beep, 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 beep. Der hat mich nicht gesehen. Beep, beep, beep. Gebüsch, Gebüsch, Gebüsch. Mais. Alter, dass er mich nicht gesehen hat, ist das aber eher ein Wunder, oder? Normalerweise haben die Augen wie Luchse. Alter, der hat aber auch eine beschissene Route, ne?
Kommt der andere wieder? Nachtzigarette und so, die sind sehr viel wert. Der geht wieder weg. Also der sieht mich ja nicht, ne? Also kann ich ja mutig ein bisschen näher ran. Sonst dürfte der mich nicht sehen. Hören. Jetzt macht er ja diese Kurve nach rechts. Gemisch! Scheiße, ich sehe nichts. Jetzt kommt er gleich wieder zurück. Also das ist die perfekte Phase, wenn der hier abhaut. Ego-Perspektive wäre ein bisschen besser. Na, da macht er ein Päuschen, dann können wir da hinflitzen. Entschuldigung, dass ihr nur ein Gebüsch seht. Ach, die Fässchen sind heute gut ausgeleuchtet. Meine Glatze, sie leuchtet förmlich. Alter, wenn der, jetzt hätte er mich aber gesehen. Also ich bin doch gut getarnt. Ich bin ein Gebüsch. Oh nein, ich habe vergessen, mir Kaffee zu machen. Es ist nur noch ein kleiner Schluck drinne. Und der ist auch noch kalt. Bei mir geht langsam der ganze Vorrat zur Neige. Man darf ja nichts machen hier in der Corona-Kackbissphase. Ich habe sogar von der Stadt einen Brief bekommen, 7 Tage nach dem Ergebnis. Der eine geht auch weg, kann ich grob erkennen. Bei dem warten wir noch eine Sekunde. So, und Hackengas! Der wird mich sehen. Nö. Ich liebe diese Hallen. Ich nehme alles mit. Alles muss zum Händler. Hört mal, wie viele Mechs da rumlatschen. Direkt Munition rein. Komm, irgendwas Luxuriöses müssen wir doch mal finden. Nein. Selbstgebaute Schlösser sind viel wert. Ich glaube, Mützen auch, ne? Wow, der Loot war ja gigantisch. Ja, so einen will ich nicht aufsetzen. Steffi hat da auch ihren Stolz. Wenn die Beine manchmal so nach der Seite wirbeln. Und ja, ich habe gute Laune. Eigentlich hätte ich heute Dienst und ich würde heute schöne Wochenendzulage kriegen. Wie gesagt, das wird ein Riesenproblem nächsten Monat mit meinen Rechnungen. Aber ich werde hier nicht betteln. Nein, werde ich nicht tun. Lieber im Livestream, ne? So, gut. Hier waren wir schon dran, oder? Nö. Mann, ich will einen anderen Hut haben. Der bunte Hut ist irgendwie doof. Soll ich die ganzen Herr Zombies hin? Auch mutig, um zu gucken, ob da auf der anderen Seite vielleicht nur einer rumgammelt. Ich mache immer erst die Seite. Falls ihr das gemerkt habt schon, weil ich diese Waffenkisten am liebsten immer am Ende loote. Da lag nichts drauf, ne? Du böse Kiste, du. Da liegt eine Waffe.
Die sind alle immer so im Arsch, ne? War irgendwo ein Airdrop gerade gekommen, habe ich gesehen. Natürlich am Arsch der Welt wieder. Irgendwas liegt da noch. Nochmal eine Pistole. Ich weiß nicht, wie viel so ein Akkuschrauber wert ist, ne? Aber so ein Röckchen. Bestimmt nicht so viel wie eine Waffe. Du hast aber auch ein Timing heute, war mich? Keiner macht hier Bubu, kein Zombie. Ich muss alles mitnehmen. Ich will zum Händler. Das Magazin haben wir natürlich nicht gefunden. Das war klar. Da sind schon ein paar Schuss drin. Tada! Neustart vollzogen und Aufnahme läuft. Okay, ich müsste mal kontrollieren. Das dürfen wir hier nochmal durchsuchen. Was für ein alberner, unrealistischer Spaß. Okay, machen wir es einfach. War gerade keine drin. Rein damit. Ich frage mich, ob volle Magazine wertvoller sind als leere, aber. Das lässt sich ja kontrollieren. Ne? Aber wir können ja auch ein leeres mitnehmen und ein volles. Ach, ich liebe diese Kisten, aber die sind immer so leer. Meine Boots. Ich habe ja diese Standard-Boots an, dann nehme ich mal die hier. Sehen auch fast sogar gut aus. Bevor wir uns die Füße wund laufen. Was hat denn? Fahrzeugreparaturset. Das sieht aber irgendwie anders aus. Flugzeugreparatur. Tu mir das doch nicht an, Spiel. Tu mir das doch nicht an. Für ihr Treibstoff. Jetzt hat sie ein Flugzeug repariert. Das Spiel will mir was damit sagen. Dann explodiert das ja auch nicht so schnell, ne? Und das ist bei 100%. Das ist ready. Oder Verkaufswert von 1 Milliarde. Ein Scopy. Haben wir schon drauf. Ich habe keinen Platz mehr. Ich habe keinen fucking Platz mehr. Da muss was weichen. Wo warst du? Mit Sicherheit mehr wert. Also der hat ja echt eine beschissene Route, ne? Und keine Deckung. Und ich könnte jetzt die anderen halt nochmal durchsuchen, aber jetzt ist es mir zu albern. Da die Gebüsche. Da rennt er wirklich weit weg, ne? Der geht auch weg. Boah, hier wurde ich schon erschossen, aber mit dem Moped. Weiß es noch, als ob es gestern war.
besser. Nicht töten. Boah, ich wette, das Ding, was wir da gerade in der Hand halten, ist richtig was wert. Aber ich werde es nicht versuchen zu bekommen. Ich werde das noch mal später versuchen, weil jede Folge hintereinander Flieger zu reparieren ist ein bisschen komisch. Da verkaufe ich das Ding lieber hier beim Händler. So wie den ganzen anderen Müll. Was haben wir denn jetzt hier in der Nähe? Ich wollte ja zu der Ortschaft. Ich werde einen Cut machen. Ich mache da jetzt auch kein Geheimnis raus. Der Admin-Helper, der hilft mir da immer mit dem Teleportieren, dass ich die Folgen auch dementsprechend nicht allzu lange aufnehmen muss. Und auf dem Weg bis auf Zombies passiert ja eigentlich nichts, ne? Also es könnte natürlich ein Spieler kommen oder sowas. Ihr könnt jetzt auch gerne in die Kommentare schreiben, nö, das wollen wir nicht. Dann mache ich die ganzen Laufwege natürlich. Ja, zur Strafe bin ich sogar vom Server geflogen. Macht aber nichts. Ja, erwischt wurde ich ja eh schon. Ich habe es gesehen, dass meine Werte sich nie verändern, wenn ich so lange Reisen mache. Dementsprechend sind wir jetzt bei Prodokno und haben hier die Möglichkeit, nochmal so ein bisschen zu suchen. Oh, guckt euch das an. Ein Flugzeugreparaturset. Ey, wenn das nicht eine Billiarde Euro wert ist. Scummies etc. Wie gesagt, die Umfrage mache ich direkt nach dem Video, also bevor es veröffentlicht wird. Komisch. Und das kann man ja bei YouTube machen, ganz cool. So Umfragen. Bisschen Rohr, ein bisschen Munition. Kann ich noch so ein Rohr mitnehmen? Habe ich das Rohr jetzt hingesteckt? Ach so, auf dem Rücken. Okay. Eigentlich eine einigermaßen, ne, schrottige Midi-Waffe. Hier haben wir noch mal Hunter-Munition. Ich brauche Nährzeug. Ich brauche einen Zombie oder eine Nadel. Kann man ihn eigentlich schlagen? Nein, kann man nicht. Da sind wieder einige Spieler auf dem Weg hier. Bei Z3. Boah, die Airdrops sind immer so weit weg, ne? Da ist gar kein Airdrop. Doch. Boah. Alter, da kommst du doch nicht hin ohne Flieger. Hunger! Hunger! Nein. Das nehme ich als Midi-Waffe erstmal. Als gelernter Metzger einfach nur perfekt. Gib mir doch ein Moped-Spiel. Gratis. Aber ich glaube, auf gratis können wir verzichten. Was hat das an Wert? 14 esse ich nicht. Wisst ihr, was das Allerallerschlimmste von allen ist? Ich werde dieses Ding in meiner Hand verbummeln. Smartphone? Obwohl, sind die was wert? Ich habe keinen Platz mehr. Verkackt das Scheiße. Ich brauche so eine Bauchtasche oder so. Eine größere Jacke oder, oh, einen größeren Rucksack. Na toll. Warum liegt eigentlich überall der Rucksack rum, den ich so gerne habe? Jetzt habe ich gesabbert. Dankeschön, Spiel. Geschenkpapier lag hier. Ich muss das Midi-Waffe benutzen. Den Zombie einpacken. Schön verpacken und hübsch machen. Hunger! Ein Pulli habe ich schon an, ne? Ja. Ich mag den lieber wegen der Farbe.
auch wenn der ein bisschen kaputt ist, aber wir werden schon einen Zombie smashen und den seinen Knochen benutzen. Oh. Muss aufpassen, nicht überfressen. Ich weiß nicht was. Ich muss die mal googeln, die Dinger. Was das überhaupt ist, was wir da essen. Vielleicht kennt ihr das ja. Wie gesagt, ich wünsche mir immer mehr Kommentare. Nein, ich vergesse ich nicht. Diese scheiß Masken sind viel wert, ne? Und jetzt habe ich hier keinen fucking Slot frei. Was kann man wegwerfen? Ich wollte ja testen. Hier. Diese scheiß Masken sollen viel wert sein. Und die selbstgejagten Masken sind auch viel wert, glaube ich. Na, ein paar Häuser überspringe ich hier einfach mal eiskalt. Ein Steinmesser, hier hat aber ein Spieler gebaut. Bin noch gar nicht so wirklich bewaffnet. Aber er muss ja nicht böse sein, ne? Sagen wir mal so. Mit friedvoller Absicht uns begegnen. Wer tut hier 70 Piepen rein? Naja, irgendeiner muss sie vielleicht verstecken. Ich habe alles zu. Ich muss pinkeln. Ach, guck mal, hier ist auch ein Klo. Na, Zielwasser ist getrunken. Lulu kommt raus. Oh, das war scheiß Zielwasser. Kein Petzen bitte, dass ich daneben pinkel. Die Cineminis, die wir da gegessen haben, finde ich auch immer heißen. Boah, lecker Öl, so ein Blumenkern hier. Wir hauen alles in die Reine. Ja, irgendwie ist das Hunger- und Durstsystem heftig geworden. Eine Jacke haben wir noch nicht getragen. Also ran an den Buddy. Geben uns auch Slots. War ich hier schon drin? Ja, hier habe ich das Steinmesser gefunden. Ich glaube, wir gehen noch rückwärts. Schweinestall. Hunger geht überhaupt nicht durch. Was ist Steffi? Die gönnt den Leuten Flugzeuge, Munition. Die freuen sich einen Ast ab und selber isst sie Sonnenblumenkerne. Leeres Glas, dankeschön. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Wir haben immer noch das Scum-Shirt an, ne? Das Scum-Shirt hat einen Slot, das hat auch einen ganzen Slot. Und im Inventar war ein so ein Ding drin, das ist egal. Diese doofen Fußballtrikots. Wette, die Fans sind. Die sind richtige Fußballfans, die Entwickler. War das mal eine Hose? Aber die Weihnachtszeit ist ja vorbei. In knapp 3 Monaten. Insgesamt 2 Monate. Und 1 Monat minus 1 Tag werde ich 40. Ein bisschen Bammel habe ich schon von der 40. Weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Ich weiß nicht, soll ich die Waffen zerlegen? Wir haben leider immer nur eine. Aber wir kommen ja gleich in die Polizei. Reparieren.
kostet ganz schön viel. Müssen wir noch irgendwas reparieren? Das kann man gar nicht reparieren. Warum? Was wir jetzt reparieren können, reparieren wir auch gerne. Wir nehmen das auch mit. Wegen Zerlegen und Zusammensetzen. Dieser neue Metallschrott, der macht mich immer noch ein bisschen kirre. Das sieht immer so wertvoll aus, das Zeugs. Das ist einfach nur dummer Metallschrott. Ne? Das sieht aus wie eine Bombe. Das sieht aus wie keine Ahnung was. Das sieht aus wie Müll. So, ich muss die Garage durchsuchen, sorry. Maschendrahtzaun? Ich weiß nicht, wann ich den Admins gesagt habe, ich mache ein Jagd die Steffi Event. Ob das heute oder morgen war. Aber das werden sie schon in den Discord schreiben. Ich habe ja jetzt ein schönes Werbevideo gemacht für Discord. Und wie man auf unseren Server mitspielt. Also einfach nur auf der Spielerseite kommen. Dann seht ihr das schon. Gewürze. Oder Gewürze, ne? Nicht Neset. Neset, das sieht aber jetzt echt ganz anders aus. Können wir endlich mal den Pulli sauber machen, heile machen. Ich hoffe, der Sound ist jetzt besser. Möchte auch, dass ihr was hört. Mützchen. Die Söckchen. Wo ist das Nähzeug jetzt? Boah, haben die halbe Einheit verbraucht. Aber ein wirklich geiler Fund, ne, muss man mal sagen. Ein leeres Magazin. Knackwerkzeug brauche ich gleich. Hätten wir eh in der Polizei gefunden. Dann noch eine Frage an der also an die Community. Ich wollte das mal kurz. Nein, wir essen keinen 40%igen Brokkoli. Eine Community. Ob eine Stunde Folgen in Ordnung sind, ob die kürzer werden sollen oder länger sogar. Weil momentan komme ich nicht ganz so zurecht. Mit den Zeiten, ihr merkt das schon, weil es gibt hier einfach so viel zu tun. Mach ich die Jacke schon voll? Scheiße, jetzt habe ich das Ding hier. Das können wir hier hinlegen so lange. Ist ganz gefährlich. Dass ich wieder was verbummel. Von 5. Ich bin ja so schlecht. Einer meiner leichtesten Übungen. Sanfte Bewegung hinkriegen, ne? Das ist echt Wahnsinn. Wow, das war auch richtig gut. Lob, Lob. An mich selber. Desert Eagle. Mann, Leute, ich habe keinen Platz mehr. Hä?
Ich wollte ein volles und ein leeres Magazin testen, ne? Beim Händler. Dann lassen wir das mal. Hab ich schon. Hut! Habe ich das volle Magazin das liegen lassen? Schalte ich aus das Schloss erstmal. Aber das wäre echt doof, wenn die gleich wert wären, oder? Ah, dass sie das immer auf dem Boden liegt. So eine große Steffi-Timi-Gefahr. Meister. Mann, wir kriegen sogar Ruhmpunkte dadurch. Chipkarte. Ich würde jetzt die Kiste bauen und das für euch da reinlegen. Oder die passt noch irgendwo im Inventar. Ist sie vielleicht auch was wert? Ich weiß es nicht. Wo sind die Zombies? Haben wir wieder Wochenende? Ist ja Samstag. Oh, das ist aber ranzig. Polizei! Ist immer noch ranzig. Naja. Da. Eins wird die Steffi aber nie machen, sich zu Airdrops oder so teleportieren, ne? Das machen wir nicht. Das wäre unfair. Liegt der hier? Einfach so faul rum? Was kann man... Was ist nicht viel wert? Klebeband wird nicht viel wert sein. Haben wir noch ein Stückchen bis zum Trader. Blauer Pulli. Hui! Polizei durchforstet. Wir müssen südlich. Oh, ein Supermarkt. Wir haben immer noch Kohldampf. Ey. Du hast gerade ganz so eine Tüte Zinni-Minis gegessen da. Ich sag den Namen falsch, ich weiß. Die soll ich auch nie wegwerfen, wurde mir geschrieben. Aber eben. Es herrscht gerade akuter Platzmangel. Na, was sagt ihr zu dem Outfit? Sieht geil aus. Mann, mir fehlt Platz. Ach ne, die Hose ist viel be... Ach, die hat Blut drin, ne? Was ist das da daneben mit Zehen? Ach, eine Milch. Aber das ist ja eher trinken, ne? Was habe ich gesagt? Laktoseintoleranz. So. Oh, guter Käse. Mach Fischköder. Nein. Hau dir den Käse rein.
Das Leben auf einer Gefängnisinsel mit einer dazugehörigen Apokalypse ist nicht gesund, nein. Aber ich muss jetzt eine Pistole finden. Ich habe in der Polizei so ein bisschen gehofft, dass da eine Wumme drin liegt. Ja, ich habe mich total verdreht. Jetzt habe ich ja nur Waffenteile. Ist auch Kacke. Endlich neuer BH. Aber so eine Pistole findet man ja mal in der Regel. Aber ich kann jetzt nicht alle mitnehmen, ey. Frage ist die Munitionsherstellung. Was kostet das nochmal? Falsches Gold. 44er darf ich sogar craften. Ach, was das alles kostet, ey, leg mich am Arsch. Oh, ein Flugzeug. Nein. In der Garage. Jetzt wären wir auch noch. Ich wäre froh, wenn ich 12 Dollar finden würde. Oder 12 Euro. In real. Du bist so geizig, du geiziges Spiel. Wie kann man denn so geizig sein? Und wo sind die Zombies? Solange an einem Ort ist, dann spawnen die doch, oder? Essen. Essen. Die Pilotenjacke. Ich habe jetzt an eine Lederjacke. Ist ein bisschen kaputt, macht aber nichts. Witzig, dass das nicht so genau da drin war. So, die Pilotenjacke, die ziehen wir natürlich vor. Die habe ich jetzt zum ersten Mal gefunden. Wo wir eigentlich kein Pilot sind, ne? Oh, wieder so eine Maske. Bin ich denn jetzt hier, Mann? Also es ist noch eine Meile weit bis dahin. Ich weiß nicht, der Airdrop, wie lange der da schon liegt. Der wäre direkt auf dem Weg. Sexy Hose, muss man schon sagen. C2. Guck mal, Airdrops in der Nähe tatsächlich. Was ist genau zwischen zwei Airdrops? Also, das kann nicht wahr sein. Und jetzt ist das Problem. Jetzt kann ich natürlich Steffi nicht dahin teleportieren. Das wäre unfair den anderen Spielern gegenüber. Und ich will ja hier nicht als Admin spielen, außer ich mache Events. Da sind wir sehr voll beladen und wenn wir was finden, kann ich es kaum mitnehmen. Wir müssen die Straße folgen. Da sind nämlich auch manchmal goldene Schlösser drin und goldene Schlösser sind fucking viel wert.
das schaffe ich niemals bis B0. Aber es ist halt auf dem Weg zum Trader. Dann haben wir daneben noch einen Bunker, aber nee, heute will ich nicht sterben. Wie viel Knackwerkzeug habe ich denn noch? 11, okay. So einen alten ranzigen M16 auf dem Rücken. Wie lange dauert das denn noch? Das ist eine nahe Ewigkeit der Rennerei. Ich muss aber dringend noch einen Zombie erlegen für Nesetz. Die Fliegerjacke und die Weste sieht scheiße aus. Aber ich glaube, die Westen sind ganz gut gegen Schläge von Zombies. Und die anderen sind halt sehr gut gegen Schüsse. Ich habe ja schon Angst, wenn wir uns ein Fahrzeug gekauft haben. Das muss auf jeden Fall in der Safe Zone geparkt werden, damit man es sich knacken kann. Achso, ja, nur zur Frage. Das rote ist Bauverbotszone, das gelbe ist Safe Zone. Ne, das habe ich gestern mal nachgefragt. Es ist nicht mehr mein eigener Server, ich muss den nicht mehr bezahlen. Das machen sie Admins. Danke nochmal an den Admins, ihr macht hier echt einen mega guten Job. Ne? Also Lob, Lob an den Admins, auch in den Kommentaren mal. Freuen sich darüber immer sehr. Und wenn ihr noch einen Game Key übrig habt oder irgendwas zum Spenden, dann gerne als PN an mich und ich leite das weiter an den Admins. Denn die machen das hier komplett umsonst. Ne? Also wirklich die Whitelist und alles. Also wirklich, was die hier an Leistung bringen, ist echt der Knaller. Das wird wieder so eine Folge in Spielfilmlänge, ey. Das aber ihr könnt ja spulen. Ihr könnt ja spulen. Ihr müsst euch den Weg ja hier nicht angucken. Haben wir einen einzigen Zombie auf dem Weg gesehen? Ich glaube noch nicht, ne? Da unten ist der See, also darf ich jetzt nicht abkürzen. Wir werfen mal den Beanie weg. Nein, den lassen wir auf den Kopf. Ich gehe da am Airdrop rein und dann sehe ich 10 Sekunden. Wenn er nicht schon weg ist. Ja, er liegt ja auf dem Weg. Keine Zeit zum Rumgammeln. Los, weiter geht's. Boah, die hat aber auch einen Knack. Rucksack. Boah, ist die Brücke groß. Sie sieht auf der Map so mini aus. Seht ihr den grünen Qualm schon? Ich nicht. So hinter den Bäumen sein. In der Richtung. Oder kommt der noch? Nee. Ich laufe bestimmt an 80 Bunkern vorbei. Ich muss mir die Bunkermap mal ausdrucken, aber meine schwarze Patrone ist leer. Und ich habe direkt unter mir, also Nettomarkt, ne, das hat natürlich nicht viel damit zu tun, aber daneben ist ein Druckergeschäft. Ich darf da nicht hin. Ich darf nicht raus. Ich darf nur zu den Teststellen laufen oder mit dem Fahrrad. Öffentliche Verkehrsmittel verboten. Darf ich nicht fahren. Aber macht ja auch Sinn. Ich will auch keinen anstecken. Ich kann mir jetzt keinen Kaffee machen. Ich will zum Airdrop. Ist da vielleicht eine Hand da oben drauf? Das wäre der erste Airdrop in der 7.
0,7. Ich weiß, ich lege es auf den Boden. Irgendwas liegt ja immer drin. Scheiß drauf. Wie brav sie doch immer ihr Zeugs mitnimmt, ne? So, jetzt müssen wir nicht östlich, wir müssen ein bisschen mehr südöstlich, glaube ich. Auch endlich mal ein Zombie. Ich bleib jetzt extra hier stehen wegen dem Ding. Was machst du für Sachen? Metzgermesser. Der ist gestorben. $62 dabei gehabt. Und eine kaputte Bauchtasche, die wir aber reparieren können und immerhin die Hälfte davon benutzen. Eigentlich pure Zeitverschwendung, hier zu craften. Wegen den Airdrop, ne? Der ist ja auch nicht 100 Jahre da. Beschissen, dass man hier nochmal einfach so machen muss, anstatt nochmal anders. Okay, es gibt Zombies. Die haben doch kein Wochenende. Ich nehme die erstmal nur mit. Wo ist meine Box? Ist der einfach tot umgefallen. Der liegt ja direkt an der Straße. Aber bis wir da sind, ist der futsch. Aber ist egal, ist ja eh der richtige Weg. Ja, wenn der einfach nur tot umfällt, habe ich kein Problem damit. Aber ich will die Ausdauer nicht aufpulvern. Da hinten rennt er. Hä? Was? Wo rennt der hin? Gerne bekommt. Der ist so weit weg, der hat aber kein Interesse mehr an mir. Verbrauchen wir eigentlich rückwärts auch mehr Ausdauer? Wie doof ist das denn? Okay, welcome Zombies in the game. Ist gut, dass ihr da seid. Jetzt überlegt ihr mal, wir hätten einen Flieger. Und du fließt die Airdrops ab. Du fließt die Airdrops einfach eiskalt. Jetzt muss ich schon wieder pinkeln. Da muss ich jetzt halt mal ein bisschen Geduld haben, Mäuschen. Was du da Material sammeln kannst, ne? Aber, boah, wenn da ein Spieler ist und der dich wegfetzt und dein Flugzeug klaut, Hass, Wut, Zorn, alles, was mir gerade nicht einfällt mehr. Er ist weg, der Airdrop. Na wunderbar. Gut, dann können wir einen kleinen Fight noch machen. Boah, das schwankt doch nicht so. Revolver sind geil. Aber da gibt es keine Schallis für, ne? Alter, die verlieren immer Dollars, ne? Was hab ich gehört? Spitze ganz schön. Er ist geräuschlos einfach von uns gegangen, der Airdrop. Sehr ärgerlich. Haben wir noch was auf dem Weg? Bunker, sonst nichts. Deswegen würde ich euch auch den Weg ersparen. Hep. Und da sind wir schon ein bisschen weitergekommen. Wir befinden uns aktuell ziemlich nah beim Trader. Aber hier ist auch ein Bunker, habe ich auf der Map gesehen. Entschuldigung, den werden wir noch durchsuchen. Ich weiß nicht, ob das ein Raucherhusten oder, oder Corona-Husten ist. Ich habe jetzt schon Angst vor Montag, mich wieder testen zu lassen. Ich kann mich nicht nochmal krank melden. Ich sag, da geht eine Menge Moneten flöten.
Entschuldigung. A2. Hast du das Spiel? Wir haben es ja fast geschafft, so einzukommen. Will ich eine Schrotzen? Mal gucken, ob was noch so hier liegt. Erstmal aufräumen. Zwei Schrote. Das Reparaturset habe ich nicht mehr. Ein sehr nicer Bunker, ne? Oh, guck mal, was da liegt. K98. Kaputt. Kaputt wie die Hölle. Also mit Schrotgewehre hat das Spiel das heute. Jetzt möchte ich es zerlegen und zusammenbauen. Das wäre schön, ne? Aber ich kann jetzt leider keins mehr mitnehmen. Weil ich wirklich, wirklich alles voll mit Zeugs habe. Ärgerlich. Also auf zum Händler. Erstmal Pipi machen im Bunker. Ist da nicht der Kackerhaufen noch da hinten? Ah ne, hier gibt es keinen Kackerhaufen. Mach schnell Pipi, komm, Mäuschen. So. Sonst nervt die uns die ganze Zeit. Ich bin Pipi, ich bin Pipi, ich bin Pipi. Dann versaute sich die ganze Buchse immer, ey. Die könnten doch den Schlüpper runterziehen. Die Hose. Können sie, die animieren hier wirklich tausende von Dingen, wie man eine Waffe nachlädt und sowas. Aber eine Hose runterziehen, das können die nicht animieren. Ist doch eh verpixelt. Für die, die es wollen. So, der Trailer hat eine Besonderheit, ne? Der hat eine Angel. Und einen Angelladen. Ich glaube, ich laufe in die richtige Richtung, ne? Ja. Und der große Rucksack eignet sich natürlich hervorragend mehr für den Handelkram. Aber ich habe jetzt ein paar interessante Sachen dabei. Wie gesagt, ein leeres Magazin, ein volles Magazin, beides M9. Und da schauen wir mal die Unterschiede uns an. Scheiß Rumpennerei hier. Und ich bin gespannt, was dieses Reparaturwerkzeug wert ist. Obwohl ich es natürlich auch sehr gerne behalten will, ne? Aber du kommst an diesen Scheißflieger nie dran. Da kannst du machen, was du willst. Also du kommst schon dran. Wir haben es ja gesehen, wir sind ja losgestartet. Wir hätten nur ein bisschen mehr Lack haben müssen. Ist hier noch nichts von den Händlern. Noch gar nichts. Jetzt sehe ich ihn. You have entered a new zone, Outpost A0. Geh mal aus dem Weg. Ist kein Bock, noch eine Schlägerei anzufangen. Was war das denn jetzt? Oh, wir haben schon vor eins die Zeit, die rast so. Los, los im Händler. Dauert ja auch immer, bis die Videos hochgeladen sind. YouTube. Nur es kommt da, Flieger sind weg, Events. Ja, das Event war so ein bisschen fail, aber hat Spaß gemacht. Gut, wir sind ja in einem ziemlich warmen Biom. Hier war ich noch nie. Waffenkammer, General Guts, Mechanic und das ist einfach gar nichts.
Wäre cool, wenn man hier claimen könnte, ne? Ich claim einfach mal den General Guts. Du bist mir jetzt am interessantesten gerade. Jetzt habe ich leider die Waffen nicht zusammensetzen können. Welcome, welcome. Du nimmst das Schloss. Die Maske. Seht ihr, wie viel die wert ist? Scheiße, ist die viel wert. Oh, der Bohrer ist auch viel wert. Gut, dass wir den mitgenommen haben. Die ist nicht viel wert. Ein Smartphone geht so. Was bist du? Knochennadel brauche ich. Das ist nicht viel wert. Nähset brauche ich. Knochennadel brauche ich. Maske ist viel wert. Ich glaube, ich brauche nur anwählen. Ich muss nichts auf dem Boden wählen. Kippen sind ganz schön teuer. Schloss brauche ich. Null. Verkaufen unser Röckchen, ne? Weg ist das alles. Irgendwas vergessen? Schraubendreher sind relativ wenig wert, erstaunlich. 10.000. 200 noch was, okay. Have a nice day. Halt die Schnauze. Haben wir einen Waffenhändler hier? Das wäre natürlich das Fail. Bank ist noch dicht. Medikamente. Ach so, das Ding, was ich in der Hand hatte. Das wird wahrscheinlich der Mechanik kaufen, ne? Wieso bin ich denn so schnell aus der Puse? Ich habe dort schon Sachen verkauft. No, Leute. Either buy or get lost. If you want me to buy that, you better give me good price. Der will gar nichts von mir haben. Und das, was ich in der Hand habe, sehe ich nicht. Alter Schwede. Nicht schlechter Specht. So, was verkaufst du mir? Wir kommen knapp an einem Moped dran, ja? 12.000. Ich kann mir ein Moped leisten. Ein Dirtbike. Aber wir gucken erstmal, was wir. Ich kann mir ein Moped leisten, Leute. Aber haben wir denn hier keinen Waffenhändler? Okay, was ein Kuddelmuddel. Könnte das ein bisschen ordentlich bauen hier? Ah, Mauri, da ist er. Oh Gott. Ich weiß, ich renne, aber ich bin zu gierig. Er redet gar nicht mit mir. Boah, die Waffenteile kosten nix. Die verkaufe ich auf jeden Fall nicht. Die darfst du haben. Ein Schloss. Ne, gar nicht. Ein Magazin. Das war's ja. Ein leeres Magazin $57. Ein volles Magazin $55. Ne, das ist nicht das volle. 66. Also, verkauft keine gefüllten Magazine. Macht nicht viel Sinn. Mache ich aber jetzt trotzdem. Munition, Magazin. Alright, let's do this. Jetzt redet er wieder mit mir. Hier, Rauchkanal, der kannst du auch haben. Das Scope auch. Das habe ich doppelt. Schicke ich dir auch hier. Dann schicke ich dir nicht, aber ich gebe es dir. So. Nichts verkaufen, was ich noch brauche. Cool. Entschuldigung, ich musste doof reden. Schrotzenmoon behalte ich. Was hast du denn für mich zu verkaufen? Dass man Waffen laden kann?
Range Weapons, Magazine, Shotguns, leichte Maschinen. Da gibt es ja nur eins. Das ist teuer. Riffels. Ich könnte mir einen Riffel leisten. So, was immer. Ist auch nicht wenig wert, ne? That thing registered. Die behalte ich. Nobody cares. Guns come unloaded. Security reasons. Yeah. Obviously. Ehrlich. Du bist so schlau. Warum verkaufst du Musikinstrumente und es sind gar keine? Wow, diese Auswahl. Oh, der Vietnam-Helm. Ach so, muss ja erstmal draufklicken. Hoppala. Was? Nein, im Leben. Nicht kaufen. Alter. Wie teuer die sind. Die Sachen findet man ja in der Welt. Das ist ja das Lustige. Repair Set, Repair Set. Verkauf Repair Sets, verdammt nochmal. Wo? Wow, 11.000. Aber das normale Katana hat er nicht. Doch da. Ich kauf's jetzt nicht, um Gottes Willen. Ich habe jetzt richtig Asche für ein Moped. Repair Sets werden wahrscheinlich wohl eher bei General Guts geben. Na, wir wiegen ja nicht mehr so viel. Gucken wir mal meine Talas an, aber die sind gleich alle. Welcome, welcome. Feel free to browse around. Schlafstein, Werkzeugkiste, kleine Werkzeuge, Elektro. Falsch. Lockpicking, ach, interessiert doch keine Sau. 1000 für so einen kleinen Schraubenzieher. Nein, nein. Storage. Ist schon teuer für so ein Dildo, ne? Ach, guck mal, du kannst die kleinen Weihnachtsgeschenke kaufen. Aber es sind nicht die, die ich meine, glaube ich. Boah, wie viel? Sein Angebot ist ja gut. Aber der kauft billig ein und verkauft teuer, das Arschloch. So, what will it be? Keine Ahnung, wo man Reparaturwerkzeug herbekommt. Erfüllen wir uns erstmal unseren Traum von einem Motorrad. Heute ist dein Glückstag. Guck mal hier. Also hier haben wir schon mal geguckt. Fahrzeugreparaturset, Flugzeugreparaturset, Reifenreparaturset. Was ist das hier? Kabel? Was soll ich denn mit Autobatteriekabel? Ein Ölfilter. Ein Quad kostet 20.000. Ein Auto kostet 40.000. 22.000. Was habe ich denn? 16.000. Aber war eh nach dem Motorrad. Fahrräder sind so billig. Will ich aber nie haben. Also 16.000. Oh, mir fehlt so wenig. Aber ich will auch nicht so einen Chopper. Ein Chopper ist auch kacke. Farbe. Schwarz. Ich habe sogar noch was übrig. Card? Irgendwo in der Nähe muss es stehen. Or get lost.
Wo ist es? Prices are not negotiable. Wo ist es denn? Was ist das für ein Klotz? If you want me, prices are not negotiable. Alter, mach mich gerade wirklich fertig. Wo ist mein Bike? Ich sehe es in der Umgebung, aber ich sehe es irgendwie nicht. Will er mich verarschen? Ich habe mir schon 1000 Leute Sachen gekauft. Ich bin die Talas auf jeden Fall los, ja? Ja, jetzt muss ja irgendwo stehen. Da! Ich hab's. Es ist abgeschlossen. Es hat ein Schloss von Automatik. Kann's nicht abschließen. Das gehört automatisch dir. Na toll, danke für keinen Treibstoff. So, jetzt verstecke ich mich und sage danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge.